Also ich mache heute gefüllte Zucchini und zwar mit einer, ja, so griechisch gewürzten Füllung, Hackfleischfüllung, das kennt ihr ja bestimmt alle. Und ich mache die halt mit frischen Kräutern aus dem Garten und ein bisschen Schafskäse oben drüber und dazu einfach ein bisschen Reis und als Nachtisch einen Joghurt mit Rhabarberkompott. Und ja, da lasse ich euch heute dran teilnehmen. Bin mal gespannt, vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen, mal das nachmachen, das Rezept. Und das ist jetzt ganz spontan. Ich mache jetzt heute ohne Kameramann oder Kamerafrau. Mal schauen, ob das auch so klappt. Und ich zeige euch jetzt die Zutaten und dann nehme ich euch mit in die Zubereitung. Also das Ganze mache ich meistens so Pi mal Daumen mit dem, was ich gerade da habe. Ich habe jetzt hier für uns, ich glaube, 8 Zucchini. Für weniger Personen reicht natürlich auch die Hälfte. Dann hier meinen geliebten Minzepfeffer. Dann nehme ich nachher ein bisschen Harissa, nehme ich auch natürlich. Salz und Pfeffer. Und dann habe ich ein bisschen Hackfleisch. Bio-Hackfleisch kaufe ich da immer und zwar 400 Gramm. Dann habe ich hier ein paar schöne Frühlingszwiebeln. Einfach so ein Bund geholt. Und dann habe ich noch, ich muss es mal ein bisschen vorholen, sonst seht ihr es nicht. Also da sind die Frühlingszwiebeln. Dann habe ich aus dem Garten lauter Kräuter geerntet. Nämlich also Zitronen, Thymian, Minze, Oregano. Dann habe ich noch 2 Knoblauchzehen schon geschält und das verarbeite ich dann alles in der Füllung. Und es kommt alles dann in die Zucchini sozusagen rein. Oben drüber kommt natürlich mein Schafskäse. So, das waren jetzt die Zutaten und dann habe ich natürlich noch ein bisschen Reis vorbereitet. Für uns nehme ich immer so ungefähr 500 Gramm und ich denke für eine normale durchschnittliche Familie mit 4 Personen sollte die Hälfte dann reichen oder vielleicht 300 Gramm. Okay, als Nachspeise habe ich gedacht, mache ich ein bisschen einfach einen Rhabarberkompott. Das ist der letzte Rhabarber, der jetzt hier noch ein bisschen was aus dem Garten, hier diese Mini-Stückchen sind bei uns aus dem Garten. Die großen habe ich dazu gekauft, weil unser Rhabarber nicht so viel hergegeben hat dieses Jahr. Und daraus mache ich dann einfach einen Rhabarberkompott, ein ganz, ganz easy Rezept. Eigentlich kein Rezept, sondern einfach eine Zubereitung. Und mische das ein bisschen in das Joghurt. Das wird dann unser Dessert für heute. Ja, und jetzt geht's ans Zubereiten des Ganzen. Das Erste, was ich natürlich machen muss, ist meine Zucchini ausschaben. Ein bisschen Licht an, dass man auch was sieht. Und das mache ich mit so einem Löffel. Man kann auch einen Zucchini-Ausschaber nehmen. Den habe ich auch da, aber das geht meistens gar nicht so gut. Also einfach gerade mit dem Löffel hier reinfahren. Und dann sollte sich das Fruchtfleisch halbwegs gut lösen. Also ich fange das Fruchtfleisch natürlich auf. Das verwende ich nämlich nachher für die Füllung mit. Wer mag, kann natürlich auch noch ein bisschen Tomaten, beziehungsweise Tomaten habe ich vergessen. Ich brauche bei den Zutaten noch natürlich eine Dose Passaggio, also passierte Tomaten oder auch gestückelte Tomaten. Ich kann natürlich auch frische verwenden, allerdings habe ich da den Nachteil, dass die Haut damit drin ist. Das finde ich immer nicht so lecker. Ich nehme meistens eine Dose, gerade wenn ich noch nicht so richtig schöne Tomaten hier bekommen kann. Und so schabe ich die jetzt alle der Reihe nach aus. Dass ein bisschen Platz ist. Ups. Und dann werden die mit meiner in der Pfanne zubereiteten Füllung gefüllt und im Ofen gebacken. Also sobald sie dann im Ofen sind, ist die Sache ganz einfach. Dann musst du noch der Reis garen. Den mache ich nämlich separat dazu. Man kann ihn natürlich auch mit in die Füllung machen. Da muss man ihn halt vorher zubereiten. So, jetzt habe ich hier eine große Auflaufform. Die passt so gerade eben in meinen Ofen. Da habe ich jetzt so 1-2 Esslöffel Öl reingegeben und das verteile ich hier schön. Also schön einfetten, damit nichts anklebt. Eine ist mir leider kaputt gegangen, habe ich zu wild geschabt. So, alle hier der Reihe nach. So, möglichst alle reinpassen. Okay, die passen gut rein. So, für die Füllung schneide ich jetzt hier meine Zwiebeln, meine Frühlingszwiebeln. Ich kann auch, wenn ich keine Frühlingszwiebel habe, natürlich einfach die an ganz normale Zwiebelchen nehmen. Die schneide ich mir jetzt einfach klein. Dann brauche ich natürlich auch noch ein bisschen kleinen geschnittenen Knoblauch. Und jetzt schneide ich natürlich noch meine Kräuter klein. Also Minze finde ich ganz toll bei solchen mediterranen Gerichten. Und dann natürlich meinen Oregano und meine Zitronenminze.
Zitronen-Thymian. Den muss ich ein bisschen abfriemeln. Hier haben wir noch den Oregano. Blättchen abzupfen. Und ein bisschen einfach schneiden. Also, jetzt habe ich hier mein Öl. Den Ofen natürlich schon mal vorheizen. Und in das Öl, wenn es heiß ist, das sind so 2 Esslöffel. Ich habe es einfach Pi mal Daumen reingeschüttet. Kommen meine Zwiebeln, die brate ich, die dünste ich etwas an. 2-3 Minuten, bis sie glasig sind. Dann geht's los. So, jetzt ist mein Öl hier allmählich heiß in der Pfanne. Und ich kann die Zwiebeln und den Knoblauch schon mal reingeben und ein bisschen dünsten lassen. Einfach gerade so ein paar Minuten, bis sie so ein bisschen glasig sind. Die soll auf keinen Fall zu dunkel werden oder gar anbrennen. Also nicht übertreiben mit der Hitze. So, und wenn jetzt meine Zwiebeln so ein bisschen angedünstet sind, dann kann ich das Fleisch hinzugeben. So ein bisschen den Holzlöffel verteilen und dann brate ich das schön grünlich an. Hitze beim Fleischanbraten natürlich wieder hochstellen, dass es schön Röstaromen entwickelt. So, und während jetzt hier mein Fleisch schön brutzelt, schneide ich die herausgeschabten Zucchini, das Zucchini-Fleisch einfach so ein bisschen mal durch, dass es nicht so ganz in langen Schlangen jetzt in meine Füllung kommt. Ich will es ja ein bisschen stückig haben. Einfach gerade so ein bisschen zerteilen. Der Rest zerfällt dann von alleine. Und das brate ich jetzt gleich mit an. Plus die Tomaten. Ich habe jetzt leider noch wirklich Tomaten-Sugo da. Aber man kann natürlich auch, wenn einem das einem lieber ist, stückige Tomaten verwenden oder eben auch wirklich frische. Dann würde ich aber bei den frischen die Haut vorher abziehen. Mein Hackfleisch ist jetzt so gut wie angebraten. Ein paar Stückchen sind noch rosa. Die brate ich noch durch und dann kommt jetzt hier mein Zucchini-Fruchtfleisch dazu, meine Tomaten, Passata. Braten. Natürlich nur die besten, dann wird es auch am besten. Das hängt wirklich entscheidend davon ab. Ich nehme immer die von Mutti, ich sage es jetzt mal, ohne Werbung machen zu wollen. Und wirklich super gut. Mutti-Tomaten sind etwas teurer als die normalen, aber schmecken einfach grandios. Sind aus Italien. Und hier kann ich gar nicht so gute Tomaten bekommen. Das ist halt leider so. Dann wird das Ganze so ein bisschen vermischt. Und jetzt kann ich das auch noch würzen. Das muss ich natürlich ziemlich kräftig machen. Ich nehme da 20 Umdrehungen aus meiner Pfeffermühle. So, und jetzt kommen noch die Kräuter dazu. Frisch geschnippelt und aus dem Garten. Wer es nicht hat, nimmt halt Kräuter der Provence oder was auch immer nach Geschmack. Ich nehme jetzt noch mein Lieblingsgewürz, nämlich die Minzepfeffer, so einen halben Teelöffel dazu. Und ein bisschen Harissa, unbedingt. Sagen wir mal auch einen halben. Das Ganze schön umrühren. Ach so, und Salz haben wir natürlich vergessen. Um Gottes Willen. Salz muss natürlich auch noch rein. Sonst schmeckt das Ganze ziemlich fad. Also ich mache immer so auf 400 Gramm Hackfleisch einen Teelöffel Salz. Das haut meistens ganz gut hin. Schön umrühren. Das Ganze so ein bisschen einkochen lassen. Man kann auch noch zum Geschmacksverstärken Tomatenmark hinzugeben. Je nachdem, welche Tomaten ihr erwischt habt, wenn die jetzt eher fade waren, dann halt Tomatenmark noch dazugeben. Für den Geschmack. Das Ganze ein bisschen köcheln lassen, ein bisschen abschmecken und eventuell nachwürzen. Ich mache gleich noch ein bisschen Zucker. Der Mark kann natürlich auch noch Chili-Flocken hinzufügen, wer es ein bisschen noch schärfer mag. In dem Minzepfeffer sind auch schon Chilis drin, Chili-Flöckchen drin, aber halt nicht so viele und da muss ich ein bisschen aufpassen, weil sonst die Kinder das nicht essen können bei uns. Okay. Wenn es jetzt ein bisschen eingekocht ist, dann kommt es in die Zucchini und da kommt nur noch der Käse drauf und dann kann man es eigentlich schon gleich überbacken. Noch was Wichtiges, bei jeder Tomatensauce mache ich eigentlich immer eine Prise Zucker rein.
Käse oder sogar einen Löffel. Das rundet einfach den Geschmack nochmal schön ab. So, meine Füllung ist jetzt fertig. Und jetzt kann ich die hier in meine Form einfüllen. Das duftet sehr, sehr lecker. Die Kinder machen im Hintergrund irgendwo Hai, spielen irgendwas. Bitte nicht wundern. Das ist halt jetzt hier das ganz normale Leben. Das ganz normale Leben und kein Küchenstudio. Was gibt es denn Leckeres hier? Ja, das sind gefüllte Zucchini. Oh. Und die werden dann noch im Ofen überbacken mit Schafskäse. Mm, das sieht ja super lecker aus. Duftet es auch lecker? Ja, es riecht nach... Nach was, könnte man sagen? Sag ich jetzt nichts Falsches. Nach orientalischen Gewürzen. Ja, stimmt. Da ist nämlich Harissa drin, natürlich. Ja. Und Minzepfeffer und Minze und Kräuter aus dem Garten. Das habe ich schon gleich gerochen, als ich zur Tür reinkam. Aha. Oh, es riecht lecker. Gut. Ist das Ottolenghi? Nee, das ist Juschka. Ja. Jetzt nehme ich hier meinen Schafskäse und krümmel den gerade so drüber, oben drüber. Lecker. Das ist alles hier fertig. Der Ofen ist vorgeheizt auf 180 bis 200 Grad, je nach eurem Ofen. Und da lasse ich jetzt meine Zucchini einfach so 25 bis 30 Minuten backen. Etwa in der Mitte. Ups. Und währenddessen mache ich den Reis fertig. Ist halt schwierig ohne Kameramann. Tja. Für meinen Reis mache ich jetzt mein von Mama geerbtes Spezialrezept. Und zwar einfach, man nehme einen Topf, man nehme etwas Öl oder Butter. Ich nehme jetzt in dem Fall Öl, weil es ja ein mediterranes Gericht ist. Einfach gerade ein bisschen sowas, vielleicht so ein, zwei Esslöffel. Und in dem Öl lasse ich jetzt eine Knoblauchzehe etwas dünsten. Mein Reis ist aufgekocht. Da rühre ich natürlich nochmal schön um, dass meine Brühe sich verteilt und nicht nachher an Stücken übrig bleibt, gerade wenn ihr einen Würfel benutzt. Bei einer Brühpaste, die habt ihr ja auch bei mir auf dem Blog, könnt ihr die finden, die jemand selber machen kann, ist das nicht nötig. Also dann gerade nur umrühren. Aber bei den Würfeln muss man halt gucken, dass sie sich wirklich auflösen. Sonst hat man nachher noch Stücke im Reis. Und dann wird das Ganze zugemacht und auf allerkleinste Stufe gestellt und nicht mehr geöffnet. Die nächsten, ja, so 16 Minuten. 16 bis 20 Minuten. Und dann ist der Reis komplett fertig und ihr müsst nichts mehr machen. Also ihr könnt ihn jetzt gerade einfach so stehen lassen. In der Zwischenzeit, während mein Reis jetzt hier köchelt, schneide ich meine Rhabarberstückchen. Johannes deckt im Hintergrund den Tisch. Löffel? Löffel, nö. Höchstens für den Nachtisch. Es gibt so Nachtisch-Joghurt mit Rhabarber-Kompott. So, mein Rhabarber ist fertig geschnitten und jetzt mache ich einfach gerade so ein bisschen Orangensaft, entweder frisch ausgepresst oder roten Orangensaft in meinen Topf. Dann machen wir noch ein bisschen den Rhabarber einfach dazu. Hineingeben. So. Und vielleicht einfach mit einem anderen Saft, es kann auch ein roter Saft strecken. Und dann gebe ich einfach noch so ein bisschen nach Belieben Zucker hinzu. Sagen wir mal so einen Esslöffel. Und lass das Ganze schön aufkochen und lass es ein paar Minuten köcheln, bis der Rhabarber weich ist. Und dann ist mein Rhabarberkompott schon fertig. Also ich mache jetzt mit meiner Vanillemühle noch ein bisschen Vanille drüber über den Rhabarber. So, während mein Rhabarber hier jetzt schön köchelt, vor sich hin köchelt und dann ganz, ganz lecker wird, bereite ich schon mal die Joghurtgläser vor und da kommt dann nachher der Rhabarber oben drauf. Für 4 Portionen reicht ein Joghurt von 500 Gramm. Ich brauche jetzt ein bisschen mehr, weil ich nämlich 7 Personen habe heute. Ich gebe noch ein bisschen Holunderblütensirup zu dem Rhabarber, weil es nicht süß genug war. Also gerade einfach nach Gefühl süßen, entweder Honig oder Sirup, was ihr am liebsten habt.
einfach Pi mal Daumen. Wer es noch ein bisschen gebundener haben will, kann auch natürlich den Saft erstmal mit ein bisschen Stärke vermischen, dann wird es dickflüssiger. Also, kleines Problemchen, die Zucchini werden nicht gar im Ofen. Und zwar deswegen, weil ein bisschen zu wenig Flüssigkeit jetzt in meinem Sugo war. Also wenn es bei euch auch so ist, dass sie nach 30 Minuten noch nicht gar sind, dann schüttet einfach eine Tasse Wasser hinzu und lasst sie nochmal so 20 bis 30 Minuten gehen. Nicht gehen. Und lasst sie nochmal so 20 Minuten, also Pi mal Daumen, bis sie sozusagen, bis ein Messer, das man reinsticht, dann wirklich gut durchschneidet. Bis ja, wie bitte? Garen. Das ist das Wort. Lass sie dann nochmal 20 Minuten garen. Dankeschön, Wolfgang. Ja, und in der Zeit muss man natürlich jetzt noch den Rhabarberkompott abkühlen lassen. Das habe ich natürlich auch nicht bedacht. Also, sonst haben wir nachher Joghurt, kaltes Joghurt und heißen Rhabarberkompott. Ich koche nie wieder. Das steht mal. Bitte nicht, bitte nicht. Hier sehen wir den schönen dampfenden Rhabarberkompott zum kühlen Joghurt. Ja, der muss natürlich jetzt noch abkühlen, Wolfgang. Ach so, okay, ich dachte, der kommt jetzt. Das ist jetzt auch schief gelaufen, ja, weil ich hätte den heute Morgen schon kochen müssen. Also für den Nachtisch habe ich mir jetzt noch was ausgedacht, um den irgendwie zu retten. Ich mache jetzt immer so einen Löffel Nachtisch, Rhabarberkompott. Hier, also der sollte ja eigentlich nicht mehr dampfen, nicht? In den Joghurt. Und dann noch eine schöne Melisse oben drauf. Und ein bisschen Holunderblütensirup. Oh, so lecker! So, das sieht man ja alles. Mit dem Reis. Also ein bisschen von diesem super lockeren Reis. Hallo? Mit dem Knoblauch und dem Würz. Ja, was sollen wir da tun? Und dann natürlich jetzt Sie mir erstmal das Zucchini. Ja, am besten Sie kommen zu uns. Wieso? Ich weiß nicht, wo Sie wohnen. Oh mein Gott, das ist wirklich, es passt ja wieder. Also bei diesem Video geht alles schief, das muss ja so sein. Ich nehme jetzt mal hier dieses, das ist vielleicht besser. Zur Not halt halbieren. So. Oder aus der Pfanne essen. Oder aus der Pfanne essen. Name drauf. Kein Name, der doppelt. Und der Name heißt. Vorzüglich. Lecker. Und wie schmeckt es dir, Dorothea? So richtig, richtig gut? Oder nur so halb, halb gut? Richtig, richtig gut. Tschüss. Tschüss. Wir essen jetzt. Guten Appetit. Alle haben Hunger.